Jetzt zeige ich euch unsere ganzen Goldis, weil das ist wie Baden im Goldmeer. Und unsere Videos werden ja so total viel angeschaut. Und wahrscheinlich nicht, weil ich so putzig bin, sondern weil unsere Hunde so putzig sind. Das ist jetzt die Elsa mit ihren Wölpen. Die sind jetzt in der 5. Woche und da säugen die Hündinnen im Steh. Weil im Liegen geht sich das schon gar nicht mehr aus. Beim Schotten mit ein bisschen Heu ist das richtig klasse. Und wie ich zuerst gesagt habe, unsere Videos werden so viel angeschaut, also das ist Tatsache. Hunderte Male jeden Tag wird da geschaut. Unsere Homepage wird von tausenden verschiedenen IP-Adressen im Monat aufgerufen. Also diese Sachen, die wir machen, die Information rund um den Hund und um den Welpen, kommt eigentlich bei alle gut an und das macht uns natürlich recht stolz. So ein Heubad ist für Jung und Alt eine klasse Sache. Außen rundum geistern die anderen großen Hunde, weil unsere Jungen wachsen wirklich da im Rudelverband auf und jeder vertraut sie mit jedem. Die Wölpen von der Bonnie sind jetzt in der 8. Woche und werden ja leider schon am Wochenende abgeholt. Und es ist natürlich immer scheiß laut um die Babys, aber auf der anderen Seite, sie sind schon so groß, machen so viel Arbeit und sind für die Hündinnen dermaßen anstrengend, dass es einfach ganz der natürliche Lauf der Dinge ist, dass man große Wölpen mit 8 Wochen hergibt. Es ist halt quasi die letzte Milchbegeisterung, schaut anders aus. Und wenn sich jetzt einmal vorstützt, die Bonnie hat so normalerweise 5, 26 Kilo und jeder von den Wölpen hat ca. 8 Kilo. Was das für eine Belastung sein muss für so eine Mutterhündin, glaube ich, kann sich da jeder vorstellen.
lieb, oder? Film das nochmal, die ganze Kinderschar da.